So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ja, im letzten Part sind wir durch ein brennendes Bergdorf gelaufen und haben Rothia gefunden, der zusammengeklappt ist. Wahrscheinlich, weil er starken Blutverlust hat. Ja, sieht man ja hier. Und ja, jetzt wollten wir da hoch, weil da ist das Rudel von Wölfen. Und mal gucken, was hier noch so abgeht. Machen wir mal die Fackel an. Ein bisschen Licht kann ja nie schaden. Ja, stimmt. Das wäre auch eine Aufgabe. Hier alles anzuzünden. Von wegen Laternen. Eine von 10 Statuen erleuchtet. Jetzt auch noch ein bisschen Loot. Das Fallen. Bumm. Ja. Nochmal weiter. Zack. Da kann ich nichts machen. Dann machen wir die Fackel wieder aus. Und klettern hier hoch. Gab's hier hinten was? Zufälligerweise. Zufälliger Scheiße, gab's hier was? Da auf dem Dach liegt irgendwas. So ein Geo-Dings, genau. Zack. Ups. Ah, halt dich fest, Mädel. Da kann ich bestimmt auch noch irgendwie hin. Und jetzt habe ich keine Lust. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Hier könnte ich wieder die Fackel gebrauchen, aber ich habe kein Feuer. Was soll das jetzt denn werden? Achso. Das Haus fällt ein bisschen auseinander. Na, ja, wenn es mehr nicht ist. Glaube ich auch noch einer, ja. Das kann ich nicht niederschießen, als Maulwolf. Hier liegt ein hier ist ein Nest. Eier Wilder. Wenn nicht nur Grabräuber, sondern wird auch noch ein Eierdick. Ups. 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 Naja, das war's. Gehen wir wieder rein. Hier gibt's anscheinend nichts, oder? Vielleicht gibt's ja da drüben was. Da hat es einen tieferen Sinn, warum ich hier bin. Ich glaube nicht. Gucken, ob da unten was noch ist. Kiste. Ein Pfeil, die kann ich nicht mit. Die Pfeile kann ich glaube nicht. Nee. Noch ein Tagebuch. Nach 2 Wochen, Leute. Ja, das könnt ihr wieder durchlesen, was ihr wollt. Eine von 10 alte Schriftrollen gefunden. Botschafter, erste Eindrücke. Eine alte Schriftrolle. Es müssen die Erinnerungen des chinesischen Botschafters an seinen Besuch am Hofe der Sonnenkönigin sein. Ja. Dann hier irgendwas verbrechen. Hey, da liegt was. Da ist ein Schatz. Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Das weiß keiner. Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer. Er brauchte einen Drink. Ja, das glaube ich auch. Na, dann immer diese Marines, die am Saufen sein sollen. Ist ja fürchterlich mit denen. Oder hat es Sinn gemacht, dass ich da hoch bin? Ich glaub nämlich nicht, ne. Ne. Mal sehen, frei. Da sind
Fackeldinger. Ups. Und wieder auf dem Flugzeugding. Im Flugzeugfrackteil. Boah, ey, ein Blitzer eingeschlagen. Und erschreckt die Arme da einfach so. Oh, ob der einen Arsch offen hat. So. In den Wänden da. Genau, an sowas. Da kann ich später noch rumklettern. Also, das hat alles hier einen tieferen Sinn. Dann gehen wir mal zu den Wölfchen hier. Gucken, was abgeht. Bist du alles bereit? Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Na, bist du nicht gut. Die wollen ihre Höhle. Jetzt zurück zu Ross damit. Gleich springt er dich an. Prepare for Jumpscare. Lass mich los, Süßer. Tat ein bisschen weh. Egal. So, da musste ich lang. Ins Face. Oh ja, dieser Wolf. Dies Wolf ist now dead. Der hätte sich nicht mit mir anlegen sollen. Süßer. Eigentlich mag ich ja Wölfe, aber so? Nee. Wenn sie meinen, sie müssten mich anspringen. Einfach nein. Na, dann gehen wir zurück zu Wolf. Einfach auf riskanteste Weise da überhaupt jumpen, rumrennen. Aus mit der Fackel. In the water. Hat zwar weh, aber egal jetzt. Das muss abkönnen. So. Und da liegt er ja noch. Medikit. I need a medic. Gut. Flicken wir dich zusammen. Jetzt geht's los. Sanitäter. Ross. Schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht in Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Lava.
gesendet werden. Und ich kann erst mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Nee, ich bin jetzt ganz verrückt und lass mich irgendwo auf dem höchsten Punkt fallen. Ich glaube, ich schon mal gemacht habe. Das war jetzt noch nicht so hoch. Ja. Und jetzt haben wir die Kletteraxt. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Und da haben wir auch schon das, was ich schon angesprochen habe. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Tja, das weiß keiner. So, dann kann ich hier noch meine Ausrüstung irgendwie verbessern. Oder kann ich hier? Nein, kann ich noch nicht. Dann nochmal die gewickelte Sehne. Höhere Schussfrequenz. Und dann klettern wir. Das war... Ja, jetzt kann ich das, was ich schon angesprochen habe, hier an den Wänden dann rumklettern, wie ein Kletteraffe. Ich komme da rauf. Ja, jetzt ist ja die... Oh, nee! Och, ich hab zu wahrscheinlich zu spät X gedrückt. Egal. Dann klettern wir halt nochmal. Uah. Uah. So, diesmal nicht. Auf den Flügel. An der Wand kletter ich noch nicht lang, weil ich hier keinen Sinn dahinter. Ich kann es ja jetzt wieder. Boom. Ich weiß. Spiel. Danke für diesen netten Hinweis. Und an solchen Zeichen sieht man, dass ein Korb in der Nähe ist. Was wir jetzt natürlich erkunden werden. Da. Da ist es. Ein kleines, geheimes, feines Korb. Ups. Oh. Schön, wie sie ein Skelett aufgespießt haben. So durch die Dunkelheit. Der Sound ist lustig. Mal gucken, ob ich das noch kann. Na, aufgespießt haben sie die gar nicht. Die haben sie nur festgebunden. Grab des Unwürdigen. Der Unwürdigen, Entschuldigung. Auslassen die Fackel, weil bringt mir ja nichts. Vergoldete Figuren. Mina der Sonnenkönigin. Und dann gucken wir erstmal, was hier abgeht. Okay. Okay.
Okay, okay. Irgendwie müsste ich ja irgendwas deichseln. Müsste ich da irgendwas reinschmeißen, dass das oben blieb? Ich weiß es nicht mehr. Runter damit. Mal gucken. Vielleicht sollte ich auch einfach mal einen Überlebensinstinkt benutzen. Ich weiß, dass ich damit irgendwas machen kann. Dass ich die Dinger anzünden kann, aber... Ich hab hier keine Fackel. Da komme ich von da darüber gesprungen, einfach schon. Hier ist doch... Viel zu niedrig. Ach, jetzt... Bleibt ihr da sitzen, ne? Da kann ich so rüberspringen. Dann zünd ich mal meine Fackel an. Und spring da rüber. Und zünd die Teile an. Und schon geht's hoch. Man kann sich auch anstellen. Da bleibt es jetzt auch oben hängen. Und da haben wir auch schon das erste optionale Grab geschafft. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Ja, da gucken wir da rein. Grab besucht, ja. Grab der Unwürdigen gemeistert. Eine Schatzkarte gibt's davon, okay. Schlucken. Halt, ich kann noch meine Fähigkeit, meinen Fähigkeitspunkt verteilen. Scheiße, ich bin falsch. Das war ja dahinter. Da. Fähigkeitspunkt. Gucken wir mal bei Jäger-Upgrades. Oder Überleben. Verbessertes Bergen. Plünderung finden Sie bei toten Feinden. Ich mache erstmal verbessertes Bergen. So, dann gehen wir hier rüber. Jetzt kann ich meinen Bogen noch verstärkte Wurfarme verpassen. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus hier. Fackel anzünden. Was, jetzt geht sie ja nicht weiter. Ja. Karte aktualisiert. Drücken Sie Select um... Keine Ahnung. Belohnungs... Oder Dingsbums Gedöns halt. Ne? Wisst ihr schon. Wisst ihr Bescheid. So. Und dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.